Willkommen hier zurück bei Iron Zockt. Bioshock Infinite. Wie versprochen, machen wir erstmal schnell Fenster zu. Ist ja grauenvoll. Haben wir euch versprochen, wir gehen dann hier ins Haus rein und, jo, naja. Okay. Construct bekämpft die Schlange der Nation. So. Wow. Ein verrammeltes Haus. Okay. Nein, hier liegt sonst nichts rum. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. So ein Logenhaus ist es wahrscheinlich hier. Ja, den Apfel nehme ich mal. Ne, das sind zwei unterschiedliche Bilder. Sind auch unterschiedliche. Aber hört ihr das? Ja, die Finger brennen vor Blut. Okay. Okay. Da nach oben soll ich. Okay, alles voll. Hey Jungs, ich wollte euch eigentlich nicht töten, aber na gut. Wenn ihr böse werden wolltet, nicht mein Problem. Okay. Oh, das Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, ein Turmband. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Ja. Okay. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Und die Kommode? Nein, auch nichts. Okay, nachladen. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Okay.
Ja, ist mir schon klar, dass wir runter sollen. Na, lass mich vorbei. Haltet ihn auf! Haltet ihn nieder! Ja, zu spät. Gib mir Feuerschutz! Lass die Hilfe kommen! Ich reiß dir die Gedärme raus! Na? Gib auf! Schießt weiter! Da. Es gibt kein Entrinnen! Nagelt ihn fest! Hinterher! Okay. Das nehmen wir gleich, das Zeug. Wir gehen ganz kurz mal looten hin. Erst recht die ganzen verbrannten Leichen hier. So, da oben war noch einer. So, mal ganz kurz gucken. Oh, ist wieder fast voll, das Maschinengewehr. Sehr schön. So, ich glaube, jetzt haben wir hier unten alle, glaube ich. Oh, hier ist noch was. Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bar unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten. Dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Ah, ich glaube, wenn er... Okay. Sobald er gelb ist, nehme ich den. Mehrere auswählen. Genau das, was wir jetzt brauchen. Und oh, ich dachte, man sieht das deutlich, den Effekt. Na gut. Um 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Was? Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Das stimmt doch gar nicht. Also, wie ihr hört, ist die Musik sehr leise. Ich hab doch gar keine Bürger erschossen. Über diese Lügen. Über diese Taubenkacke. Nur da geht's wieder auf. Okay. Ich sag dazu jetzt nichts, ja.
Ich wollte schon immer Fahrstuhl fahren. Na gut. Du sagst da lang, ich sag hier lang. Was? Achso, das habe ich gelernt. Guck mal. Oh, nicht genug Kraft. Mist. So. Und wenn ich jetzt so mache. Hohoho, Kleingeld. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gucken, können wir mal tauschen. Ja, das reicht. Munition ist voll. Okay. Ach Mist, da wäre auch noch was gewesen. Okay. Auf jeden Fall, jemand mag die Raben sehr. Ah ja. Indianer? Okay. Alles so dunkel, obwohl ich ziemlich hell schon geschaltet habe, das ganze Spiel. Das sind so Abhörsachen hier, ha? Hören wir uns an. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Ja, ich will aber gucken, was hier ist. Gefängnis. Die Ausrüstung ist eine Art, was? Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Okay. Neu. Hosen. Okay, verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen deines Schildes. Okay, meine Schildzeit wird schneller. Also schneller aufgeladen, okay. Leer. Okay. Goldener Käfig. Noch ein goldener Käfig, okay. Da wurde auf jeden Fall jemand gehalten und misshandelt. Was tut ihr da? Ich will nur zurück zu meiner Familie. Okay, halt und lasse die rechte Maustaste mit aus. Los, um eine Sprengfalle. Unmöglich!
Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Okay. Teuflisches Zeug, das. Okay. Okay, jetzt bin ich der Herr der Raben. Totaler Scheiße. Ne, hier gibt's sonst nichts mehr, okay. Noch ein Ausrüstungsteil. Chance einen Nahkampf. Okay. Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein zwergenhafter Mulatte oder ein einäugiger Franzose, nicht größer als 1,42. Ich bin 1,69 groß. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Okay. Verlassen. Ja, wie soll ich denn jetzt? Ah, darüber. Ja. Halt hier oder was? Okay, genau. Okay. Ich habe gehofft, dass der Polizist jetzt geht.
du Unhold! Ja. Nein? Okay, gut. Ja. Entschuldigung, dass ich dich jetzt zur Witwe gemacht habe, aber so ist es halt. Nicht hier richtig? Ach. Ich hätte da also gar nicht hingemusst. Gesundheit ist alles voll, alles okay. Hier ist jetzt nichts mehr. Auch voll. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt schon am Ende sind des Levels wahrscheinlich wieder. Ich werde jetzt erstmal hier einen Cut machen für euch. Ja, und ebenfalls sagen, wir sehen uns dann wieder, sobald wir da ins Gebäude einmarschieren. Ja. Und zwar ist diesmal eine kürzere Folge, aber das passt gerade so wunderbar, ja. Also, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao euch.